Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 Nostalgie-Projekt zusammen mit dem McManus, dem Manu und dem Domme. Hallo. 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 Wie, was ist denn mit dieser Seemaschine los? Wie befüllt man die denn? Ja. Nee, mit den Big Bags drüber. Gerade Nee, kam kurz gerade was fahren raus. R. R. Ach, unten dann. Seemaschine R. Ich wollte mit der Schaufel reinkippen, aber irgendwie. Nee, das haben wir die letzten 4 Folgen schon geklärt, dass das nicht geht. Es kam gerade kurz was raus, aber wahrscheinlich habe ich daneben gekippt, das ist das Problem. Gut, okay, Big Packs. Oh, mich macht das Ansehen wahnsinnig. Also, ich habe mal geguckt, wie die Seemaschine aussieht. Ich weiß nicht, warum die nicht drauf ist, ey. Kategorie sieht das. Also die schreiben mir direkt, dass sie in der Kategorie Seemaschinen sein soll. Wo ist denn Ja, aber nicht. der Haken für dieses Big Pack? Kannst nebenan fahren, das passt auch. Bei mir hat es geklappt. Ach Ja, so, das stimmt. okay. Ja, Dann machen wir es mal richtig realistisch. aber das mit den Pferden ist direkt abgewürgt worden. Ach so, aber ganz kurz noch, wir hatten letzte Folge davon, dass wegen Gamescom und so weiter und so fort. Ich will es nicht ganz absterben lassen, das Thema, aber einfach Physikern oder ich sag du, also erstmal uninteressant, oder? Ist ja auch noch lange hin, oder wie, oder was? Ist noch etwas länger hin, aber mal schauen. Ja, genau. Also nur um das jetzt nicht hier besser, Ja. weil wahrscheinlich ein paar Fragezeichen über manche Schiffe waren. Gut. In dem Sinne. Aber was ist denn bei dir dann auf der Gamescom? Ja, das habe ich auch letzte Folge schon gesagt, dass es beides noch auf der Kippe steht, ich deswegen nicht drüber reden kann. Weißt du? Ja. Es kann beides noch ins Wasser fallen, das ist das Problem. Aber es ist, eine Sache wird uns beide betreffen. Nochmal, uns beide. Eine Sache wird uns beide betreffen. Du hast uns einen Dreier besorgt, Alter. Nee. Ich glaube, er will nackt kommen, er überlegt nackt zu kommen. Puh, Alter. Ich sag mal so. Bringst ein Sieb mit. Eurostelle würde ich mir. An Eurostelle würde ich dir und Domme wirklich raten, was anderes vorzunehmen an den Tagen. Ey, ganz ehrlich, ne? Ja, das kann nämlich passieren. Ihr wacht auf und die Gamescom ist vorbei. Warte, du schaffst es, dass wir alle auf einmal in die Disse gehen. Du hast einen Scheiß auf Plan, Disse, wie. Alter. Okay. Packt es ein, was betrifft uns beide, wenn es denn stattfindet, und das andere betrifft nur mich, wenn es denn stattfindet. Aber beides ist halt nicht safe und deswegen kann ich es nicht erzählen, weil Okay. wenn es ja nicht passiert, dann da ich Ungeschützt. weiß, dass es Leute gibt, die Videos schauen und Noch größere Siebe bei sich haben. ja, der zweite Vorname ein Sieb ist. Muss ich da immer gucken. Manchmal. Aber ich verstehe, ich Obwohl es verstehe. mir größtenteils egal ist, aber da in dem Fall gerade nicht. So. So. Lieber MB-Drag, schaffst du es, die Seemaschine noch 2, 3 Meter zu bewegen? Oder muss ich hier tatsächlich Da Werbung, die hinten. Seemaschine auf meinem Monitor aus dem Loch reinschlagen? Was? Hier hinter dir ist noch ein Stück Feld übrig, ne? Ja. Ja. Hinter dir ist auch noch ein Stück Feld übrig. Nee, das ist falsch. Oh nee. Hauptsächlich der Modder auf der Gamescom. So. Bizeps-lastiger Mensch verprügelt Mutter. Ich hab noch ein paar Monate bis der Gamescom, ey. Du bist noch 1 Zentimeter Arm drauf, ey. Irgendwann fängt es an, unschön zu werden. Ich glaube, so weit geht er nicht. Du musst so sehen, es sind körperliche Grenzen gesetzt. Irgendwann musst du stoffen, sonst kommst du nicht weiter. Und wenn du nicht bereit bist, das zu machen, dann ist dir. Dann ist natural, sage ich mal, also natural, sowieso Feierabend irgendwann. Je nachdem, was du für eine Veranlagung hast.
Also muskulös und braun gebrannt zur Gamescom kommen, dann will ich nach Hause, Alter. Kriegst du Frauen, kriegst du Frauen, kriegst du Frauen, kriegst du Frauen. Ein bisschen mit Kacke einreiben, bevor du hingehst. Braun gebrannt könnte tatsächlich etwas sein, dadurch, dass ich halt im Sommer ja draußen arbeite, im Garten und viel mache. Ich hab viel gebrannt, ey Leute, ohne Scheiß, viele geile Sachen. Bin gespannt, was ich alles umsetzen kann. Und also mit umsetzen meine ich nicht die Blumen im Garten. Was? Ja, das habe ich gesagt, so umsetzen. Er will eine Blume umsetzen. Ja. Will er top, so von links nach rechts. Aber mal schauen, ob das alles umsetzt. Steht er früh so um 8 auf, sonntags, nimmt den Kübel in die Hand, schiebt ihn rüber. Yes! Dann geht wieder ins Bett. Oh, wieder ein was umgesetzt. Ja. Wieder eine Idee umgesetzt. Alter. Nein, aber dann da könnte es sein, dass eine gewisse Bräune die Haut betröpfelt. Ey, wo seid ihr? Feld 7. Ja. Und. Guckt euch das mal an, ich komm vorbei. Was guckst du dir an? Oh Gott, ich will's nicht sehen. Ich dachte, du bist der Hauttyp Käse zu Hummer. Nee, ich bin der Hauttyp Käse zu doch schon braun, wird er. Bin ein heller Hauttyp, richtig? Aber ich wäre auch braun. Also ich bin nicht nur hellrot. Also so ist nicht. Aber Tino, erzähl mal mehr von deinem Projekt, das du mir mal gesagt hast. Guck dir das an! Warte kurz. Was soll ich mir angucken? Ja, wie der Lack abgeht und der ist nur zu 7,9% ach so? Abgenutzt. Alter. Bist du durch einen Sandsturm gefahren? Ja eben, Alter. Wie geht das? Okay. Achso, falscher Traktor. Scheiße, die Wandern. Ja, was wollte ich sagen? Domme, ich weiß, es kommt nur Nonsens, aber was meinst du? Du hast mir doch erzählt, was von einem Projekt im Garten, was du machst. Ja, komm, ich weiß, haus halt raus den Schwachsinn, den du wieder labern willst. Wieso Schwachsinn? Ja, dann sag was für ein Projekt, ich weiß es nicht mehr. Er baut einen Sandkasten. Genau. Ja, genau, das wusste ich. Das ist ja. Alles klar. Alles klar. Ich werde dich dran erinnern, Füße, wenn du die Maurerkelle wieder rausholst. Ja. Kein Problem. Vor allem Dome sagt was und du willst Freezy dran erinnern an irgendwas. Ja, weil er immer so mitlacht, so herzhaft. Aber das ist kein Thema für mich, ich steck das weg, easy. Man kann sich seine Aufnahmepartner halt manchmal doch nicht raussuchen. Sag sowas nicht. Ah, doch, du kannst dir einen Aufnahmepartner aussuchen. Ich glaube, bei London bin ich nicht dabei. Warum? Weil ich eine Mail bekommen habe, dass sich mein Versand verzögert. Echt jetzt? Ja, ohne Scheiß jetzt. Also, Pauli und Mainz haben sie raus. Ja, bei mir kam eine Mail, der Versand verzögert sich um bla bla bla, um eine Woche steht da bis jetzt. Aber ich glaube nicht, dass das reinkommt, aber gut. Also du hast keine Nachricht bekommen, dass du es... Also kein Versandnachricht. Bei mir kam. Aber Amazon steht immer noch frei verfügbar, deswegen. Also bei mir steht, kam eine Mail, Versand verzögert sich. Okay. So, was haben wir jetzt noch? Ich mach jetzt was. Wir haben die 3 noch, die 1 noch und die 6 noch. Wenn ihr Bruder. Ja, aber was? Ja, was du willst. Boah, was soll ich denn jetzt machen? Wir haben dreimal Hafer und einmal. Und einmal. Wir haben dreimal Hafer und einmal Mais. Okay. Dann mach noch einmal Mais, wenn wir schon einmal Mais haben. Ja, dann mach das Freezy. Ich hab ja die andere Sämaschine dran. Oh, muss die andere Mais hin? Oder kann die alles? Warte mal, jetzt guck mal durch. Hier Freezy. Ja. Wo muss noch Mais hin? Wo du willst. Feld. Wo du willst. Hä, warte mal, wie war durchwechseln? Ich kann gar kein Mais ansehen.
Also was musst du nicht wechseln? Z, Alter! 6. Nee, geht eben nicht. Aber ich hab doch die Sinn. Warte mal, ich vielleicht muss mal aussteigen. Du kannst was ein bisschen sehen. Interessant ist, der Fendt hat keine Tankanzeige. Ich kann anzeigen, ja. Ah, jetzt geht's, siehst du? Ist das schon mal aufgefallen? Der da? Der hat keine Tankanzeige. Oh, stimmt. Irgendwas stimmt mit dem auch nicht. Immer was du bei dem anhängst, das zieht ja sofort nach ganz nach oben bis zum Anschlag. Okay. Eine kleine. Ich mach die dreimal mit Weizen. So, was machen wir denn jetzt? Wachstum. Ich tue auf der 3 ansehen, oder fährt da gerade jemand hin? Da fahr ich gerade hin. Dann gehe ich auf die 6. Da fahre ich gerade hin. Dann gehe ich auf die 1. Gute Wahl. Jetzt sind wir Mein Top-Supporter Nummer 1 ist jetzt auch auf Homestead angenommen worden. Bin ich ja mal gespannt. Ja. Kennt ihr denn eigentlich auch VW King? Ist der bei euch auch unterwegs? Kenn ich ja. Kommt von mir. Jo. Mein Top-Supporter. Ah ja, der hat letztens 6 Subs rausgehauen. Deswegen. So. Das ist das falsche Feld, den muss ich gegenüber. Ich tu mal ein bisschen Raps ansehen, ne? Ja. Blüht immer so schön. Scheiße, ich sollte nicht Kaffee mit Cola Zero trinken, Alter. Das ist irgendwie eine komische Nebenwirkung. Zero. Ja, ich sag mal so, ich trinke ja nicht wirklich die Cola Zero. Ich hau mir ja in mein Wasser nur einen kleinen Schwaps rein, dass es nach was schmeckt. Gott, du bist so erbärmlich. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Warum bin ich denn erbärmlich? Weil Zero schon schlimm genug ist und dann machst du es auch noch so. Ich trinke das gerne, ich kann nicht an normale Cola ran, kriege ich Brechreiz. Normale Cola ist so süß as fuck, ich kann da nicht dran, Alter, ohne Scheiß. Also ich. Und was ist mit Light? Also hab ich noch nie getrunken, muss ich erst zugeben. Cola Light macht den Film breit. Das ist so Kindergarten Light. Ja, nee, aber guck mal, ich trinke auf Arbeit 1,5 Liter Wasser. Dann trinke ich im Sport 1,5 Liter Wasser. Gut, da hab ich meine EAAs drin, die haben so einen Pfirsich-Eistee-Geschmack. Also so ein Pulver halt, ne? Eiweißpulver mit 40 Eiweißgeschmack. Und dann trinke ich noch 1,5 Liter Wasser in mein Proteinshake. Dann trinke ich zum Abendbrot noch Wasser, mit also wo ich Kreatin drin habe. Und dann trinke ich hier noch 2-3 Gläser mit einem Schwapser Cola Zero, aber das ist auch selten. Dann trinke ich auch noch normales Wasser und ein Kaffee. Was? Ich hab's zur Kenntnis genommen. Das war das. Kaffee trinke ich immer morgens. Ich trinke mal keinen Kaffee. Leider. Ich hab tatsächlich 3 Kaffee am Tag. Oh. Kaffee würde mir auch manchmal helfen, aber mir schmeckt's einfach nicht. Ja, Kaffee. Ich mag Kaffee. Trink einen früher, einen Nachmittag, einen Abend. Guter Viehhändler. Guter Viehhändler. Trinke jetzt einmal die Woche, denke ich, noch ein Süßgetränk und sonst vorwiegend Wasser auf der Arbeit. Einmal die Woche trinkst du das? Trinke ich ein Süßgetränk und meistens freitags. Das erklärt einiges. Und sonst Wasser und ab und zu noch Sirup. Ab da habe ich jetzt mal eine Linie gezogen und gesagt, so, und jetzt ist fertig. Du trinkst das Wasser mit Sirup, ne? Nein, nur zu Hause und das auch nur wenig, vielleicht so 2 Gläser oder so abends. Okay. Ansonsten nur Wasser. Ja,
Ja, weil wegen Sirup musst du auch ein bisschen aufpassen, ne? Ja, ja, allerdings. Habe ich auch mal drauf geschaut. Extrem viel Zucker. Aber es kommt natürlich rein darauf an, wie man es möchte. Ja. Aber ich meine, so, so rein davon abgesehen, was ich früher in den, während der Arbeiten so getrunken habe, so 2 Liter Cola und so und jetzt 2 Liter Wasser, denke ich, schon mal ein guter Schritt nach vorne. Ja. Ja. Kann man so sagen. Auf jeden Fall. Erst einmal, dass ich stolz bin auf dich. Alles klar, wir sind fertig. Gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bei den anderen vorbeischauen und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao. Tschüss.